Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf dem PC in Ultra-Ultra-Einstellung und 2K. Ich bin von Nöhr Gameplays als Hobby und ja, wie gesagt, heißt euch also herzlich willkommen. Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Okay, wir sind in Paititi, in der verborgenen Stadt. Und wir haben sehr viel zu sammeln und zu forschen und zu gucken. Oh ja. Hier werden wir viel Zeit verbringen. Zuallererst habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen soll. Wir fangen jetzt einfach mal an mit... Ja, mit was fangen wir an? Ich glaube, wir werden jetzt erstmal komplett... machen wir erstmal das da. Das sieht besonders aus. Also als andere, das sieht ja alles gleich immer aus. Relikt oder Dokument oder sowas. Das hier sieht besonders aus. Das machen wir jetzt zuerst. Da gehen wir jetzt nochmal runter. Ja doch, da noch. Wo bin ich? Okay, das nehmen wir noch mit. Was haben wir denn hier? Schon wieder aztekisch. Ein Darstellen der aztekischen Göttin Coatlicue. Eine vollbusige Frau, um deren Hüften sich Schlangen ranken. Das ist Coatlicue, was wörtlich übersetzt so viel wie Schlangenrock bedeutet. Ein weiterer ihrer Namen ist Teteo Inan, die Göttermutter. Sie brachte den Mond und die Sterne zur Welt und hatte mehr als 400 Kinder. Okay. Unter anderem den Sonnen- und Kriegsgott Huitzilopochtli. Neben ihrer Rolle als Mutter gilt sie außerdem als Zerstörerin allen Lebens. Okay. Es heißt, sie selbst wurde geopfert, um das derzeitige Zeitalter der Schöpfung herbeizuführen. Interessant. Die haben Geschichten drauf. Etzli yetel tene sukim bashalon mantats balemain will dilekinova. Beijing Walling Wohel Bastene. Jam Bashop Kanan Tiubetik. Kanan Tial Tulakalon. Baletakin Wilik. Mishmak Pulik Tunich Hach Kunachtal Ichilial Kajo. Soll ich jetzt einen Stein schmeißen? Ich nehme mal an, nicht, nee. Wo bin ich hier? Dafür habe ich nicht genug Platz. Natürlich nicht. Was haben wir denn da? Oh, Dokument. Aztekisch. Seuche, ein Darsteller hunderte Menschen, die eine Krankheit erliegen. Oh. Als nach der langen Dürreperiode endlich Regen fiel, verließen die Ratten ihre Baue, um nach weiterer Nahrung zu suchen. Und mit den Ratten kamen die Plagen. Jene, die von ihnen befallen wurden, bluteten aus Nase und Ohren, bevor sie einen qualvollen Tod fanden. Sie starben in so großer Zahl, dass einst belebte Städte verlassen zurückblieben. Ich frag mich immer, woher kommt die Krankheit? Monolithen freigeschaltet. Sehr schön. Kannst mittlere Monolithen lesen. Ich frage mich immer, woher kommt denn die Krankheit, die Ratten haben? Und woher müssen die Ratten ja diese Krankheit herhaben, damit sie die dann überhaupt verteilen können? So, wir sind ja auf jeden Fall falsch. Das, hier bin ich falsch im Sinne von, wo ich hin wollte. Wir sind weiter hinten gelaufen. Na gut, da fangen wir irgendwie hier hinten an. Dann quatschen wir hier mal weiter rum. Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Ma, leachkananobo sahakunskobo. Vale, tutanke milobe, kuchinkob jetel tunich leachkananobo. Okay.
Die werfen Steine. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So, das kann ich ja auch nicht aufheben. Da brauchen wir ein verstärktes Messer. Vielleicht gehen wir doch zuallererst zum Marktplatz. Das weiß ich zum Glück noch, wo es lang geht. Durch meine Freundin halt, weil sie es ja auch gespielt hat. Dann schauen wir uns nochmal genüsslich um. Da mal ein Lager, guck mal an. Dann können wir mal speichern. Und direkt da dahinter ist der Markt. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ich muss ihn aufhalten. Hätte es auch mal schneller sagen können. So, Fähigkeitenstufe. Was haben wir denn hier so Schönes? Ich glaube, wir machen mal das hier. Weil mittlerweile kriegen wir viele Sachen, die wir wiederherstellen müssen. Und dadurch werden die Sachen, die Outfits, nicht so teuer. So. Immer noch ein Ausrufezeichen. Was haben wir denn neu? Ich sehe hier nichts Neues. Keine Ahnung. Inventar. Wieso haben wir den jetzt ausgerüstet? Keine Ahnung. So, bei meinen Sachen, die ich habe, gibt es keinen... Gibt es nichts zum Aufwerten. Was haben wir hier? Stimmt, wir haben hier noch zwei Sachen. Stiefel herstellen. Das können wir auch herstellen. Nadel und Faden. Sehr schön. Raubtier brauchen länger, um Leerwurz zu entdecken. Was war das hier? Gewährt Bonus EP für lautlose Kills. Das nehmen wir. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir mal auf den Markt und schauen mal, was wir da so kriegen. So ein neues. Oh, doch nicht hier hinter. Hier ist es. Das Huhn hat sich ja noch bewegt, ey. Okay. Alles klar. Na, dass man hier kein, dass man hier Fett findet, war ja klar. Schwarzpulver. Hier gibt es sogar noch Stoff. So, was hat denn die gute Dame hier? Wie geht's denn so? Yanguaba schützt der Witch. So, eine Tasche. Kompakter Fellbeutel, der die Tragkapazität für natürliche und menschengemachte Ressourcen erhöht. Oh, das ist auch gut. Rucksack. Großer isolierter Rucksack, der die Tragkapazität für natürliche und menschengemachte Ressourcen beträchtlich erhöht. Wird es reichen, wenn man nur eins davon kauft? Messer-Upgrade. Wetzen Sie Ihr Messer, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Das erste Messer-Upgrade erlaubt es Ihnen, dickes Holz zu durchschneiden. Durch weitere Upgrades erhalten Sie mehr Ressourcen von Tieren. Okay. Wir brauchen erstmal Gold. Scheiße. Gut, dann verkaufen wir hier mal das komplette Geld. Gold. Malo. Das hier verkaufen wir auch mal. Ich glaube, das können wir nicht gebrauchen. Hier nehmen wir... Ja, so ungefähr die Hälfte. Normale Feder nehmen wir auch mal ungefähr die Hälfte. So. Malo. So, wir brauchen ein bisschen Geld hier. Malo.
So, Fette kann man, denke ich mal, auch noch ein bisschen verkaufen. Das brauchen wir noch, das können wir ruhig auch verkaufen. So. Jetzt haben wir 9700 noch was Gold. Das ist doch schon mal supi. Das heißt, wir können uns das Messer-Upgrade kaufen. Wir können uns 5, 6100, können uns das beides hier kaufen. Das ist auch schon mal gut. Besser ausgerüstet. So, wunderbar. Die hat nichts mehr für uns. Was hast du? Tribut an wen? Ich verstehe. Okay, was hat er denn so im Angebot? Feuerpfeil, geräuschlose Pfeile, okay. Schlangenholzbogen. Ein alter Kurzbogen hergestellt aus dem Kernholz der Trompetenbaums. Alarmbogen, dessen Konstruktion vom alten Atlatl inspiriert wurde. Schaden. Jägerköche, mittelgroßer, robuster Lederköche, der die Tragkapazität für alle Pfeiltypen erhöht. Wir haben nicht mehr genügend Gold. Okay, tut mir leid, wir müssen erstmal Gold sammeln. Lieber Händler. Aber wir haben jetzt immerhin das bessere Messer, das ist schon mal gut. Hier können wir noch mit jemandem quatschen, das machen wir gerade noch. Achchuyov, Achbonov, Beishantak leachkan sahobo, Tulakal lehatzil kaho, Tanulike sikubaov, Hachpek nahan, Lekuchil koonolo, Lekustala yabash bashov, Hats utstak kutasik, Tilenoh kaha yetel, Tiukah nalov, Tulakalon unahin guantikon kukulkan, Uhetsu tumben kahal, Letumben yokol kaba. Okay, Kukulkan-Anhängerin. So, sonst gibt es hier keinen, der quatschen möchte, ne? Nee. Da habe ich gerade noch was gesehen. Was haben wir hier? Okay, ein Darstellen fremder Einflüsse. Das hier ist schwer zu verstehen. Menschen haben sich zwischen zwei Flüssen angesiedelt und sie waren nicht allein. Die Fremden schienen allerdings nicht gefährlich zu sein. Okay. Alles klar. Also wie gesagt, es wird hier viel zu tun sein. Viel nachzugucken. Es gibt viele Gebäude. Was ist mit dir? Την πεταχτουλάκαλ, λεσιμβάλ ηλ τακτούσ, γιάν λετιόκα του γιαλάχτενε, μισβάλ κουβέιταλ, ίντσικ βαλτικόν, μα βίν καβέχτη, ενκόνολη, τσόκα γουίλι κάτσιλε, γιέτελ τουλάκαλ κάσιλ, βαλιάν του βακπάτσο, κουτουκούλτικε, χελουβέιταλ ουγιαλικτέν, χελβασάκε, χελό, του πεταχχουν τουλμάσ, κουμάν γυκνάλ, μισβίκιν ινσούτε κούτσιλου κόνολο, βεχλάε, Chenkin me yachkon oltekiwiko. Mach das. Vielleicht hast du ja Erfolg. So, wir sind sogar jetzt kurz vor dem, wo ich eigentlich anfangen wollte. Hier haben wir sogar noch so ein Wandgemälde. Eine Erinnerung an die Gründung Paltidis. Die Pilger erreichten den Zusammenfluss zweier Flüsse und entschieden sich dort anzusiedeln. Sie errichteten zwei Pyramiden und begannen ihr neues Leben als Beschützer der Schatulle. Mhm. Ah ja, ja, was die Flöten hier. Die machen wohl Butter oder so. Ah. Hm.
Ist es eigentlich richtig, dass ich meine Klamotten jetzt gewechselt habe? Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Dass ich ja eigentlich die Klamotten der Königin bekommen hatte, um ja, damit mir nichts passiert. Ist alles in Ordnung? Ma, piskole kimeno tuchach in bakil, bultzole mishmak oksach holtiken. Tuchach! Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Hum. Hatschka san nitsch heschulakobo. Tut mir leid, du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco, den Toten, sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Hatschach, kau kesach holtiken? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Das stimmt. So, wir gucken aber erst nochmal weiter hier unten herum. Da hinten haben wir noch Mülleimer. Wenn es überhaupt Mülleimer sind, ich weiß es ja selber nicht. So, hier gibt es, wie gesagt, viel zu gucken. So, jetzt können wir natürlich wieder einiges einsammeln. Wir haben ein bisschen was verkauft. Ich kann jetzt generell viel mehr Ressourcen sammeln, soweit ich jetzt weiß. Tomatoes. Ein Müller. Könnten ja wenigstens mal eine schöne Melodie pfeifen. So, mit dem hier kann ich zum Beispiel reden. Okay. So langsam wie die Fische hier rumschwimmen, dass sie die nicht kriegen. Ins Leere stechen kann ich auch. Das kann ich bald. Hier kann man nichts lesen. Mal auf diese kleine Insel. Da haben wir auf jeden Fall noch ein Lager, sehe ich, habe ich gerade gesehen. Wo geht es denn hier rein? Oder sind es sowas wie Heuballen? So, hier haben wir ein neues Basislager. Fischviertel. Fischerviertel, wie auch immer. Gibt es hier was Neues? Nein, gibt nichts Neues. Ach hier? Nee. Wir haben hier oben ein Dokument. War ich hier nicht schon? Nee, war ich noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal hier in dem Dorf alles durch, ansonsten kommen wir nur ständig durcheinander. Oh. Benötigt blaue Reihertunika. Oh.
Ich brauch doch meine andere Tunika wieder. Ich wusste doch, ich hätte die Klamotten nicht wechseln sollen. So. Gibt mir leider keine Vorteile. So, jetzt will er mit mir reden. Super. Kalantabach, Kashantab, Humpelu, Jotoch, Kashilpekop, de Kuchilo. Ah, vale, Mashane, Joksaleti, Talech. Wie meinst du das? Legion Silobo, Tutustahop, Huntul, Zulul, Winik, Tial, Uchukulak, Huntul, Hachmalo, Peyo, Shiktech, Uch, Takashano. Ah ja, das hatten wir schon. Okay, geht auch wieder am Weg entlang. So, hier unten möchten wir noch einer reden. Kuntul Chantul, Mabinte Kashilu Mobo, Inishetail, Japsach Benzilil, Ukalmahubaobi, Tenemish Bikin, King Hokoltela, Takbello, Jani Willig Maushum Pachtik, Lekash Jabach Kinobo. So, hier wollte noch jemand reden. Genau, hier. Was will sie? Katukultik tulakal bashkananti lekustala kahum pelkin hach sasil tene kingwali kebei helbish lebash kuyuchula guamaru yetel sairi mauvateloble kinghel tangui hilo. Jetel Shan Guasairi, Kau Yub Tangel, Mau Sen Yayantik, Ubin Sonthanal, Tiale Cactulac Sele Cajo. Min Mashane, Yanalbish Yanil Tulac Alcachil, Amaru Tutukultag le Tibe Tukime Lusukun. Tinguyag Leacabil Hokesa, Uquinquilil Sairi, Teichi le Cachil Lumobo, Matushulu Luyokol, Inguali que le Tie Sutuk Helca Keshamaru, Le Cat Sok Tulac al Lejelo. Tu holbesag paititi, taku kalantikon, vale ma becha jukalantik sairi. Okay. So, im Wasser gehen wir jetzt mal noch nicht. Oh, ich weiß echt kaum, wo ich langlaufen soll, um alles anzugucken. So, hier waren wir schon. Das haben wir auch schon gelesen. Das können wir nicht lesen. Das Holz nehmen wir noch mit. Oh, okay. Ich habe schon gedacht, hier könnte man tauchen. Das sah so verdächtig aus, der Platz. Tatsächlich, hier war was. Wildschweinchen. Hallöchen. Schwarzpulver, dankeschön. Okay, hier gibt's wohl nichts. Ah.
verwirrend, verwirrend. A kachol wa paimoi schick? O zil manat. Kutu kultikedium zilob betu bolsipil. Umechen schlup makol. Nee, hab nicht gesehen. Oh, ein bisschen Gras anbauen. Die Picknicken hier, sehr schön. Okay, hier war ich vorhin, genau. Oh, hier geht's auch noch rein. Aber hier ist nichts. Kann man ja vorher nicht wissen, ne? Hm, was gibt's? Was ist denn hier? Tanguatalalajoxach ischulolkolel? Nukuch ahbatelob, tupatahop kasi lehubaltelobo. Letakan kuchilobo, kutsaikob no noch nahalob. Guacacustal. Wovon redest du da? Un pelkilich kunesahil tu belil. Un peluchikulil. Ulekesale ishim tu cheilo. Un pelbalunaj ubetik. Tulakal ahbatelil. Maotial mas jesecho. Du ahnst nicht, wozu ich fähig bin. Geltuno, kashan tu behil, lebatel tambalilo. Tiala wiligua, gela kustal ichile. Yetela gujik ba noch balecho. Okay, das ist neu. Da haben wir ein Grab. Okay, das geht dann wohl hier rein. Aber das machen wir dann natürlich später. Oh, danke schön. Oh, noch eins. Dankeschön. So hab ich die Arbeit immer nicht. Ein Name. Du wirst auch nochmal gestreichelt, komm her. Hallo? Geht doch. Beide streicheln. Wie süß. So, hier geht schon wieder Treppen hoch. Da geht, das machen wir noch nicht. Wir bleiben so gesehen noch auf diesem Stockwerk. Ups. Oh, scheiße, wir sind ja schon bei 28 Minuten. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bin jetzt mit Suchen, Beschäftigen, Sammeln. Okay, Leute, das war Shadow of the Tomb Raider mit großer Sammelaktion, Kennenaktion des dieser neuen Landschaft. Genau wie bei... Ach, wie hieß es denn alles? Genau wie bei Kuwak Yaku haben wir natürlich auch erstmal alles angeguckt, haben mit jedem gequatscht, der da war, um da halt alles einsammeln zu können. Genauso machen wir es hier jetzt auch, allerdings dauert es hier länger, das ist viel, viel, viel größer. Aber wir müssen da leider durch. Ich hoffe, es ist in Ordnung und ihr schaut das nächste Mal auch wieder ein, beziehungsweise ihr lasst einen Daumen oben da und ein Abo, falls ihr neu seid. Herzlich willkommen dann übrigens. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Ja, wie gesagt, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession, wobei hier passiert jetzt nicht viel. Mit mir von mir Gameplays als Hobby. Viel Spaß. Tschüss.